Guten Tag, liebe Zuschauer. Guten Tag, lieber Hinak. Moin, moin und herzlich willkommen heute bei diesem Stolz Live. Wie ihr es schon gemerkt habt, sind wir vielleicht heute in der Schule. Heute ist nämlich unser erster Schultag, also unser nächster erster Schultag. Genau. Unser neuer erster Schultag, könnte man sagen. Wir sind heute auf Fehmarn. Einmal ein herzliches Willkommen an alle Zuschauer auf Facebook, Instagram und auf der Webseite, natürlich auch auf YouTube. Dann, ja genau, wir, Carsten, wir zwei waren die letzten drei Shows getrennt und sind jetzt mal wieder zusammen in der Show. Und deswegen haben wir heute auch unseren ersten Tag wieder Ja, sozusagen. super, super. Ist das nicht Es schön? ist total klasse. Ich freue mich auch riesig. Ich muss dir Ja, ganz ehrlich sagen, ich ja. konnte es kaum abwarten, dass wir beide endlich heute mal wieder vereint vor der Kamera stehen Aber, und dennoch noch für so einen super tollen Anlass. ja, oder? Und in der, ich meine, in der Zwischenzeit waren tolle Shows, gab viele tolle Shows. Aber heute sind wir in der Grundschule hier in Burg auf Fehmarn zu Besuch und haben auch einen Special Guest, aber da reden wir ein bisschen später drüber, Carsten. Wie ist das denn? Erzähl doch mal ein bisschen Genau, was. genau. Ja, wie du schon gerade gesagt hast, wir haben nachher gleich die Schulleiterin hier bei uns mit in der Show. Das machen wir dann gleich. Ich war heute ein bisschen früher hier in der Schule, weil ich war auch total neugierig. Wie sieht das eigentlich aus? Ich war nur auch schon seit längerer Zeit nicht mehr in der Schule. Meine Tatsächlich. Schulzeit ist ja wirklich schon ein bisschen länger her. Und ich bin, wie gesagt, heute mit der Ines einmal hier so ein bisschen durch die Schule gelaufen und habe mal so ein bisschen geguckt, so wie ist das jetzt eigentlich, wie sieht das eigentlich hier aus? Und ich muss wirklich sagen, es hat sich enorm viel geändert. Man kann das überhaupt nicht mehr vergleichen mit meiner Schulzeit. Und aber nichtsdestotrotz habe ich auch so ein paar Sachen gesehen, wo ich dann gesagt habe, so wow, das hat sich überhaupt nicht verändert. Erzähl, was Ich hast bin du zum gefunden? Beispiel, wir sind in so einem Klassen, zum Beispiel die Tafel hier hinten so, ne, wo ich dann so gedacht habe, das ist so typisch noch die Tafel, wie ich sie kenne. Die kannst du rauf und runter schieben und dann hast du hier deine ganze Schieben bunte und schneiden Kreide, dann mit kannst du da so ein bisschen Kreide. rummalen, genau. Dann habe ich hier neben mir steht ein Lehrerpult. Das ist so ein richtig rustikales altes Lehrerpult, wie ich es noch kenne. Also Super. wirklich. Und ich war in der Aula. In der Aula. In der Und Aula. was hast du Und da entdeckt? Da hast du. es wird gesungen, es wird getanzt, es wird vorgeführt. Die haben heute jetzt eine Akustikdecke, das gab es bei Das uns gab's nicht. früher auch Okay, das nicht. gab's nicht. Aber die Aula Genau, gab es ja an sich schon, die oder? Aula gab es schon. Aber wie gesagt, es hat sich enorm viel geändert, aber ich bin nach wie vor, wie gesagt, auch wirklich ein bisschen überrascht gewesen, dass das eine oder andere wirklich noch irgendwo so ein bisschen stehen geblieben ist von der Zeit her. Und das hat mich wirklich, wirklich gut Hier gestimmt. waren immer noch Und die wahrscheinlich kleinen Stühle, aber genau, kein Beamer hattet ihr an der Decke. genau, Das war genau, natürlich, ja. genau, genau. Das gab es bei mir auch erst am Ende tatsächlich. Da gab es auch erst die Overhead-Projektoren und Ja. dann die Beamer zum Ende. Ja, Hinak, Ja. wirklich, es war wirklich toll. Super. Ja, schön. Genau. Also warum machen wir diese Show heute? Heute hat in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, also haben nicht heute, aber haben die Sommerferien sind zu Ende. Die Schulen gehen wieder los. Und heute war der Erstklässler-Einschultag. Also war der Einschultag der Erstklässler. In Schleswig-Holstein habe ich eben im Radio gehört, wurden 23.000, über 23.000 Erstklässler eingeschult am heutigen Tage. Und man kennt es, das heißt, man kriegt am Anfang, bevor das Schuljahr losgeht, gibt es eine Liste. Und dafür haben wir eingekauft heute und haben dann uns eine Expertin dazu geholt, die Ines. Genau. Sag doch mal was. Ja, wir begrüßen ganz herzlich, genau. Hallo Ines, Ines Schönen Schmidt Dank. begrüßen wir ganz herzlich heute in unserer Show. Ines, schön, dass du da bist. Nochmal vielen Dank, dass du mir vorhin nochmal alles ein bisschen gezeigt hast. Ines ist Schulleiterin hier in der Grundschule in Burg auf Fehmarn. Und wie Hinak schon gerade gesagt hat, wir haben ja heute ein bisschen eingekauft für unseren ersten Schultag. Und Ines wird uns jetzt einmal so ein bisschen durch die Einkaufsliste führen und uns mal so ein bisschen erzählen, worauf müssen wir achten? Was ist richtig? Was ist Genau, falsch? da wollen wir heute ein bisschen durchgehen. Haben wir natürlich alles im Kaufhaus eingekauft. Also wenn ihr auch etwas braucht und ein Kaufhaus in eurer Nähe habt, kriegt ihr alles dort. Genau. Wollen wir uns setzen erstmal. Hat Ich jeder seinen finde, Platz? Ja, ich habe eben darauf ich geachtet, habe meinen mich an Platz den richtigen hier. Platz zu setzen. Und ich finde wirklich, die Stühle ist der absolute Hammer. Also es ist wirklich, Ihr seid ja auch wir müssen mal so ein bisschen gucken, dass wir beide hier so runterkommen. So. So, Ja, Hinak. runtergekommen bin ich, ob ich wieder hochkomme, ist die andere Frage. Ich helfe dir dann Ich bin nachher auch ein bisschen. direkt das Knie gestoßen. Für dich Oh brauchen wir ein Mann. Kühlpack. Gibt es die immer noch im Sekretariat Ja, abzuholen? klar, die Ja, gibt es auch noch. Lehrerzimmer, Kühlpack ist wenn immer man großartig, stürzt. Ich ja. habe eben gehört, Carsten war zum ersten Mal in seinem Leben in einem Lehrerzimmer ohne Ärger zu Genau, bekommen. richtig. Also wie gesagt, früher war das ja immer so, bei mir war das noch so, also ich durfte eigentlich nie ins Lehrerzimmer, es sei denn, ich habe ihm halt ein bisschen Mist gebaut, dann hieß es immer so, Carsten, komm mal so, immer kurz schnell vorbei. Aber heute war ich wirklich mal im Lehrerzimmer, ohne dass ich Angst haben musste.
dass ich wieder irgendeine Unterschrift von meiner Mutter brauche und die anderen da vorlegen muss. Also es war schon super heute, wirklich toll. Ja, so du, wollen wir. Ja, du sagtest Materialliste und tatsächlich ist es so, wir sind irre froh, wenn die Eltern schon vorher das Material kaufen und wenn sie bestimmte Sachen holen. Denn es kommt auf so ein paar Sachen schon drauf an, damit die Kinder mehr Erfolg haben. Es geht darum, dass die Kinder Erfolg haben beim Arbeiten und nichts anderes zählt. Ja, da wollte ich, und Spaß. Ich direkt, ja, und Spaß ist wichtig. Ah. Hole ich hier direkt mal aus meinem Korb die ersten Mappen. Jetzt habe ich hier alles ein bisschen durcheinander gebracht. So. Also haben wir hier, es gibt alle Mappen, die ich jetzt zeige, gibt es in Plastikform, also in Schnellhefterform und als Pappform, also wenn eins von beiden präferiert wird. Aber ich nehme jetzt hier mal die Schnellhefterform aus Plastik. Das heißt, wir haben hier Matte in Blau. Jedenfalls habe ich sowas bei mir und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch die einzige Farbe ist, die einzige echte Farbe. Und hier haben wir haben aber zwei verschiedene Farben. Wofür ist das denn? Also wir arbeiten mittlerweile ganz viel mit Wochenplänen und damit da abwechselnd gearbeitet werden kann, entweder Hausaufgaben und Schule oder wochenweise eine Farbe, andere Farbe, dann kommt man nicht durch den Tüdel. Und hellblau und dunkelblau ist natürlich selbsterklärend. Ja. Toll. Passt gut dazu. Dann haben wir hier, bei uns war es Religion zum Beispiel. Ja, Religion, Englisch, da sind wir ein bisschen flexibel. Sind wir flexibel, okay. Mathe ist flexibel, fest, aber... Lassen wir mal 5 Grad sein, sind wir flexibel. Da haben wir hier, genau, da haben wir Deutsch, da haben wir jetzt auch zwei Farben. Mhm. Einmal wieder für die Wochenpläne, für die ganzen Grundfächer, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann haben wir Orange. Musik, würde Orange ich sagen. Für Musik, okay. Für Musik. Dann gibt es Gelb, für Englisch jedenfalls bei mir. Dann gibt es Sachkunde, mir wurde gesagt, in der Grundschule... Gibt es Sachkunde, also nicht Bio? Sachunterricht. Sachunterricht, okay, Entschuldigung. Ab und zu ändert das immer mal wieder. Ach, Sachunterricht. Aktuell Sachunterricht. Sachunterricht, das heißt, genau da werden alle Grundlagen, gibt es alles Mögliche. Genau, Tiere, Pflanzen, alles Wetter, Kreislauf. Genau, und dann haben wir für was immer noch übrig ist. Hinak, das ist ja so, dass wenn du hier diesen Fummelkram hast, da muss ja immer Name drauf des Kindes und das Fach, das ist natürlich schon echt schwierig. Mhm. Allerdings sieht hier das Kind sofort, was drauf ist. Mhm. Und der Lehrer sieht auch gleich, wem das Heft gehört oder die Mappe. Hier bei den großen Pappsachen kannst du es auch wunderbar mit Edding draufschreiben, ist auch schön groß. Am Anfang ist fürs Kind nicht so eindeutig zu sehen, wo ist denn jetzt oben und wo ist unten. Da muss auf jeden Fall beim Einheften geholfen werden. Okay. Aber sind ja trotzdem von der Funktion total. Die Farben sind ja auch wichtig. Ist ja auch kein Plastik. Ja auch wichtig. Muss man abwägen, was einem wichtiger ist. Genau. Aber wo wir dabei sind mit den Mappen, die knicken im Ranzen relativ schnell. Hast du eine Sammelbox eingekauft? Das habe ich natürlich eingekauft. So, mal gucken, ob wir die mal aufmachen. Ines, ganz kurz eine Frage zu den Farben. Ist das jetzt grundsätzlich so, dass die Farben, oder ist das jetzt von Schule zu Schule oder von Stadt zu Stadt anders? Also das heißt, dass... Das ist von Stadt zu Stadt anders, von Schule zu Schule. Okay, ich glaube, es hat sich so Mathe und Deutsch eingebürgert, würde ich sagen. Aber grundsätzlich ist es frei verhandelbar. Okay, gut. Gut, das heißt, dann hat man, okay, dann guck mal, tut die mal. Die hier super, die hat man die reingesteckt. Und dann zerknicken sie nicht. Es ist ja so viel im Ranzen. Die große Federtasche und. Zack. Ja. Da ist auch noch ordentlich Platz drin, wie man hört. Das heißt, wenn dann doch noch mehr, die Ordner sich langsam füllen, dann wird es immer. Ja, vielleicht hast du ja noch was dabei, was hier noch rein könnte. Ja, ich habe noch mehr dabei. Ja. Ich habe eben was gesehen, das habe ich selber in meiner Schulzeit, die ist jetzt nicht so lange her, nur ein paar Jahre, aber das gab es bei mir so nicht, wäre vielleicht ganz gut gewesen. Eine Postmappe, wofür benutzt man, wofür braucht man? Das ist ja so, dass wir die Information mit den Eltern auf kurzem Wege halten wollen. Wir machen Kinderfest, wir wollen zum Elternabend einladen, so das Klassische, das kennst du ja auch noch. Und dann kommt das in die Postmappe rein und verschwindet nicht in den Gefilden des Ranzen. Ja. Gut, das heißt, man nimmt dann hier macht die Postmappe auf. Oder und dann hat man hier seinen Brief an die Eltern. Und damit er nicht zu Hause auf dem Weg Verlust geht oder geknickt im Ranzen nach den Sommerferien gefunden wird. Das Zeugnis könnte sogar auch rein. Das Zeugnis, das ist wichtig. Also war auch gerade Thema. Das heißt ja nicht nur die guten Sachen für die Klassenfahrt, sondern auch die schlechten Sachen kommen da rein? Oder das könnte auch mal eine kleine Erinnerung sein. Du hast die Hausaufgaben vergessen oder du brauchst Hilfe beim Streit klären. Also auch sowas wäre vielleicht ganz gut. Genau. Oder wie können wir fördern, dass der kurze Weg ist. Ne? Ja. Genau, okay. Da haben wir hier das nochmal
eine Sammelmappe in wesentlich größer. Ja. Ich denke mal, das ist für Kunst. Oder? Perfekt, genau. Das ist für Kunst. Ich denke, das kennst du aus deiner Schulzeit. Du genau, auch? Ja, kenne ich auch noch. Genau, ja. Das ist so genau. Standard, ja. Ne? Damit Mappe. Die ganzen Sachen gesammelt genau. werden. Dann habe ich eben gesehen, College-Blöcke werden jetzt in der ersten, in der Grundschule noch nicht so verwendet. Das heißt, wir haben hier zweimal Zeichenblöcke. Genau. Das ist ja so, dass die Kinder mit, also die College-Blöcke sind toll und ich glaube, je größer die Kinder sind, je älter, desto besser können sie damit arbeiten. Dennoch ist es so, dass beim College-Block schnell Blatt rausfliegt oder rausgerissen wird. Und ich selber weiß dann auch, ups, wo war denn hier vorne? Und hier können die Kinder als Malheft das benutzen, für Religion, für Sachunterricht. Diese Art von Heft eignet sich für viele Sachen oder Deutsch. Du klebst einen Arbeitsbogen ein oder ein Ergebnis, wie auch immer. Das ist also so ein Allrounder. Mhm. Das gibt es aber auch noch in verschiedenen Varianten. Das heißt, das gibt es ja auch noch mit karierten Blättern, Linien und... Genau. Mit, ich glaube, das war früher, dass man hier rein sozusagen die Buchstaben richtig ausschreibt mit drei Linien. Genau. Hier sieht man auch schon direkt, warum man so eine Sammelmappe braucht. Ich habe es direkt geknickt im Korb. Das ist halt toll, dass hier die Ränder abgesetzt sind, damit man weiß, wo ist die Linie. Das sehen die Lütten so noch nicht. Die fangen ja an mit Schule und da muss es einfach gestaltet sein. Und passt in die Sammelbox. Sehr gut. Und dann haben wir hier noch für Kunst, glaube ich. Ja, das ist ein kleiner Block. Können die immer gebrauchen, aber auch natürlich in groß, damit richtig gemalt werden kann. Genau, gestaltet. Dann habe ich hier drei Hefte, drei Arten von Hausaufgabenheften, also zwei größere Hausaufgabenheften, ein kleineres. Ich denke mal, die größeren sind selbsterklärend, das heißt, da haben wir die Namen, den Namen, die Hausaufgaben werden hier eingetragen. Das habe ich immer probiert akribisch zu führen, hat nicht so gut geklappt, könnte man sagen. Da habe ich mit Hausaufgaben, hatte ich tatsächlich einen kleinen traurigen Rekord. Ich hatte sehr viele Hausaufgabenstriche, aber das ist ja zum Glück der Vergangenheit. Ist Geschichte. In Geschichte auch. Ach so, Also Hendrik, dann warst du ja in der Schule, dann warst du ja wohl doch nicht so unbedingt der Vorzeigeschüler, oder? Nein, doch. Ich war der Vorzeigeschüler, nachdem ich dann sitzen geblieben bin. Ah, okay, alles klar. Meine Eltern lachen wahrscheinlich jetzt zu Hause. Ja, aber ich bin auch immer backen geblieben, da bist du nicht alleine. Ach so, ja gut. Auch als Schulleiter. Ja, natürlich. Das gehörte mit dazu. Gut, und das haben Sie? Das ist halt ein kleines Oktavheft. Du brauchst ja nicht immer ein großes Hausaufgabenheft. Mhm. Wenn du jetzt einen Wochenplan hast, dann arbeitest du da drin. Und wenn es nur kleine Informationen gibt, wie 3 Euro mitbringen für, also für okay. das oder die Eis etc., also was es alles so gibt. Frühstück am so und so viel, ja. Und dann brauchen wir 26 genau. Brötchen. Zweimal den Heiligen Gral und einmal Weihwasser. Ja. Damit das dann nicht abends um 22 Uhr alles hektisch besorgt werden muss, was? Gerne. Genau, so. Federtaschen. Oh. Wir haben jetzt sozusagen das zum Reinheften und Abheften gehabt. Jetzt kommen wir zu dem, womit man da reinschreibt, sozusagen, in die Socken. Das heißt, wir haben hier ganz viele verschiedene. Wir haben hier einen richtigen Faulenzerbeutel. Ja, genau, du kannst Faulenzer dazu sagen. Schlamperl, es gibt auch, manche sagen auch Normalfedertasche dazu. Mhm. Das ist eigentlich egal, wie genau. du es nennst. Das ist hier ganz praktisch. Hier ist das Seitenfach, sodass du sogar auch noch ein großes Dreieck reinbekommen kannst. Das Geodreieck hat ja eine Größe, passt nicht überall rein. Ja. Hier zum Beispiel nicht. Ja. Hier ins Seitenfach passen vielleicht die 3 Euro für den Wandertag rein. Oder noch eine Patrone, wenn schon mit Füller geschrieben wird. Wobei mit Füller würde ich tatsächlich für diese eher plädieren, weil hier der Füller besser Platz hat, damit er nicht verloren geht. Und ein Füller hat ja auch einen gewissen Wert. Der darf ja nicht, gerne auch gut sein. Nicht, dass der verloren geht und das wäre natürlich schade. Genau, da gibt es die hier. Krass, das ist wahrscheinlich eher was für dich, so in der Art. Ja, doch. Haben wir das gezeigt. Das ist schon was für mich. Eher mit dem Fußball drauf. Ist auch wesentlich größer. Naja, das ist natürlich schon so die Mädchen... Handtasche würde ich ja fast sagen. Ja, so, ne? Also hier passt natürlich eine Menge rein. Ja, ich sehe schon das Fach für die zwei Geodreiecke. Genau, die sind dabei. Für die 3 Euro. Für die 3 Euro. Oder da können auch ein paar mehr Euro. So, hier passen sogar mehr Füller oder Gelstifte rein. Hier passt das super rein. Ist allerdings schon Reisekoffer in meinen Augen. Insofern vielleicht eher ab Klasse 3 frühestens. Denn sonst wird es zu viel wahrscheinlich. Tütelt man sich damit. Ja, das ist ein bisschen anstrengend. Und dann haben wir hier natürlich noch die klassische Federtasche mit allem, was man braucht.
die wird wahrscheinlich auch so jetzt in den jungen Jahren wahrscheinlich beliebt sein. Ich weiß aber auch, dass ihr die durchaus auch in Blanco verkauft. Insofern würde ich schon sagen, es ist möglich, die in Blanco zu kaufen und dann die Buntstifte reinzutun. Mhm. Hast du Buntstifte, Hinnack? Ich habe, ja, da kommen wir jetzt sofort. Da gehen wir sofort weiter. Ganz kurz, Ines, eine kurze. Das heißt, die Federtasche, die Hinnack jetzt gerade geholt hat, ist die klassische Federtasche fürs erste Schuljahr. Und diese Beutel, die du gerade gezeigt hast, sind die auch schon fürs erste Schuljahr? Also ich würde schon eher etwas mitnehmen fürs erste Schuljahr, wo noch diese Gummis dabei sind, damit sie ihren festen Platz haben. Das ist alles neu für die. Die haben neue Ordnungen. Wie gesagt, die Fächer sind neu, die Mappen sind neu und in lieber erstmal ein bisschen was vorgeben und dann werden sie von alleine selbstsicherer und finden sich in den Taschen zurecht. Okay, hier haben wir Buntstifte mit Jumbo-Grip, also die sind besonders groß. Das heißt, die sind mega. Das heißt, es ist wichtig, dass die besonders groß sind, damit die besser zu greifen sind? Ja, oder wie? Du irgendwann warst du ja mal klein. Ich bin's heute noch. Und insofern ist es schön, die Feinmotorik ist noch nicht so ausgearbeitet, hat sich noch nicht so entwickelt und insofern ist ein breiterer Stift einfach hilfreich. Du musst nicht so die Hand krampfen tatsächlich und bist dabei entspannter. Und hier mit Blau-Rot kannst du sogar öfter wechseln und das ist fast ein bisschen Gymnastik. Also auf jeden Fall die Sehr Dicken. Gut. Das heißt, die Stifte, die Buntstifte haben wir, aber jetzt, wenn man die anspitzen möchte, haben wir natürlich auch verschiedene Arten von Anspitzern. Wir hatten eben drüber geredet, der Trend geht zur Zweitfedertasche zum Verstauen aller Utensilien, die noch so dabei sind. Verloren gehen. Das heißt, wir haben hier verschiedenste Anspitzer mit verschiedensten, ich glaube, man kennt es, verschiedensten. Aber tatsächlich mein persönlicher Appell, bitte gucken Sie, dass die Buntstifte auch zu den Anspitzern passen. Einfach ausprobieren. Lieber zwei verschiedene kaufen und ausprobieren, dass es auch wirklich passt, damit das funktioniert. Die sind nicht genormt. Ja gut, sonst sind sie nicht. Das ist natürlich blöd, wenn der Stift da nicht reinpasst. Und pfiffig ist auch tatsächlich hierbei, dass du ein Band durchziehen kannst, machst du an der Federtasche fest, geht nicht verloren. Ja, die hier sind tatsächlich gern bei mir verloren gegangen, beziehungsweise aufgeplatzt. Und das wird mir bei denen nie passiert. Sehr gut, dann haben wir in der zweiten Federtasche ist was natürlich nicht... Ja, ich glaube, wir denken das Gleiche. Ich hatte jetzt an die Scheren tatsächlich gedacht, was in die Bastelscheren gedacht, was in der zweiten Federtasche nicht fehlen darf. So, die mit einer runden Spitze und mit der kürzeren Schneide wäre jetzt für Klasse 1 ganz gut. Die kommen ja aus dem Kindergarten erst. Wir hatten heute Einschulung, die sind noch klein. Und die längere Schneide und wo es dann auch ein bisschen spitzer ist, die können gut Ende einsetzen, schon viel sicherer, wenn das dann die zweite Schere ist. Dann geht das. Und wie man sieht, Finger dran von gut. Ist ja auch schon für kleinere. Ne? Genau. Das ist hier sogar eine Linkshänderschere, sehe ich gerade. Die könnte ich gar nicht benutzen. Ich wollte gerade mal zeigen, dass ich damit auch schneiden kann, aber das geht ja gar nicht. So, genau. Das ist natürlich auch wichtig in der Zweittasche. Und wenn man schon was geschnitten hat, muss man ja auch was zusammenkleben wieder. Ne? Ich fände persönlich den Prittstift gut. Ja. Damit die Klebe nicht so herumfliegt und fließt. Ja gut, das ist natürlich bei denen hier. Das hält sicherlich besser, wenn man richtig bastelt, aber für den Alltag den Arbeitsbogen einkleben, was zuordnen, Domino ausschneiden, aufkleben. Das ist besser. Genau. Ja. Wie bei dem Brettstift. Das ist ja schon eine ganze Menge, was ich hier angesammelt habe. Wahnsinn. Aber wir haben noch mehr. Wenn ich in der Schule Fineliner bzw. Edding hätte haben dürfen, wäre das wahrscheinlich böse ausgegangen auf dem Tisch. Wofür braucht man den dann im Moment? Der Non-Permanent, der ist unheimlich gut für die Materialien. Es sind Sachen, die sind laminiert und dann können die Kinder, ich sag mal, Sudoku machen, das fertig laminiert ist oder andere Tipps und Tricks, Arbeitsbögen. Ja, und dann ist es nicht immer nur ein Papier, Arbeitsbogen. Das ist ja langweilig. Insofern ist ein Non-Permanent. Genau. Und der ist für Plakate und damit einfach viele Kinder schon ein Edding dabei haben. Ne, wir kaufen natürlich unheimlich viel Material, auch bei euch, so viele Edding und insofern, wenn die Kinder dann auch mal einen schwarzen dabei haben, ist das hilfreich. Okay, also sehr gut. Dann haben wir, den Zirkel, den allseits bekannten Zirkel, aber Dings hast du eben gesagt, der ist noch nicht in der ersten Klasse direkt. Vierte Klasse, okay. Also alle Eltern, die sich jetzt an unserer Einkaufsliste vorbeihangeln, in der ersten wird kein Zirkel benötigt.
Genau. Aber dieser ist so toll, der ist mir aufgefallen, der hat halt das Rad. Mhm. Und vielleicht sollte man das den einmal investieren, dass man Zirkel nimmt mit Rad. Ansonsten bricht das geht immer, das immer so oder, genau, rutscht es auseinander. Ja, genau. Und den hast du dann wirklich ewig. Den kannst du bis zur 13. Klasse benutzen. Okay. Ja, also einmal gekauft auch, und dann. Ich habe auch sehr lange benutzt, genau, tatsächlich. Genau, und dann kommen wir jetzt zu den Bleistift. Also ja. Das Schreiben fängt ja meistens mit einem Bleistift an im Leben sozusagen. Da haben wir jetzt zum Beispiel so einen hier mit dem Hai. Der weiße Hai, Hinak. Der weiße Hai, wofür, das sieht ja erstmal lustig aus, aber du hast eben gesagt, das gibt es eine Bewandtnis für. Ich muss kurz ein bisschen schmunzeln, weil der echt gerade auch zu der Mütze irgendwie so ein bisschen gut passt. Das ist alles so maritim. Ja, es ist so, dass die Stifte, die oben was Schweres drauf haben, egal was, dass es dann einfach automatisch in diese Handkuhle hineinfällt. Mhm. Und dadurch ist die Halterung vom Stift oder das Stiftehalten viel einfacher. Am Anfang ist das noch ein bisschen verkrampft und so fällt es nach hinten und dann ist es besser. Okay, da eignen sich dann wahrscheinlich auch, schon gesehen, die Radiergummis, so ein Radiergummi vielleicht auch zu. Ja, cool. Das ist fantastisch. Also du hast hier gerade diese. Anderes Radiergummi. Ja, da kann man ein Band durchziehen, damit man es nicht verliert. Genau, aber das kann man nicht oben drauf stecken. Nein, verliert. Ich finde diesen mag ich auch persönlich total gerne, diesen Bleistift, weil da immer ein Radiergummi dabei ist. Mhm. Aber die kleinen Kinder, weiß ich nicht, wäre tatsächlich dieses von Vorteil. Drin. Genau, da ist eine Menge dabei. Also, in der Zeit kann ich ein bisschen weiter erzählen. Vielleicht genau, gibt ihr ja tatsächlich, wir haben hier B und HB und je weicher die sind, desto leichter können sie damit schreiben. Ah, okay. Also doch lieber die weich. Und ehrlich gesagt, ist auch fesch, oder? Ja. Also ja. Ist aber jetzt auch das, was der Radiergummi jetzt oben dran ist, hat auch wieder was mit Gewicht zu tun, ja, wie bei dem Hai, oder? Genau. Okay, alles klar. Sogar für die Dicken gibt es die ja auch. Ah, okay. Und dann sind sie noch schwerer und fallen nach hinten. Genau, wenn die Jungen. So, dann haben wir jetzt hier, habe ich gerade im Boden schon gefunden, die Wäscheklammern. Wofür, was hat es damit auf sich? Es gibt für Schreiben lernen eine Menge feinmotorischen Krimskrams. Mhm. Verzeiht mir, aber ansonsten, man kann das auch mit Alltagsmaterialien schnell hinbekommen, indem man festklickt, rübergreift. Guck mal, du kannst es auch mal machen. Ich zeig das nochmal. Genau. Kamera, das heißt, man unten anklicken, rüber, genau, rübergreifen und schon sind die drei Finger unten und du hast den Dreipunktgriff und kommst dann gut jetzt zum Schreiben. Besser schreiben als ohne. Ja, es ist halt ein bisschen strange, dass man denkt, was ist das? Aber es ist simpel. Ja. Und wenn es nicht ja, und jeder hat eine Wäscheklammer zu Hause. Mhm. Also, ja. Gut. Und gut nachvollziehen. Das finde ich ganz gut. Das heißt, das ist im Prinzip ein Utensil, was in jeder Federtasche Zusatz gehört? Oder, ich finde oder, schon. Ja. Also, okay. Wer es braucht. Ja. Was uns eben erzählt wurde, was auch in jede Federtasche gehört, sind Sticker. Carsten, du hast eben ganz erstaunt geguckt, dass ich die eingepackt habe. Ja, also ich habe mich wirklich gewundert, wofür du die Sticker brauchst. Weil also ich habe damals zu meiner Zeit, war das so, dass ich dann, wir hatten den Edding einmal, ich habe dann natürlich meine Federtasche bekritzelt, habe dann da mal draufgeschrieben, mein Lieblingsfußballverein oder meine Lieblingsband, damals war das noch Smokey oder Status Quo oder wie sie alle heißen. Und heute klebt man, glaube ich, irgendwelche bunten Smileys oder irgendwelche anderen Sachen sich auf die Mappen oder auf die Hefter. Oder ja, wir haben hier Tiere, wir haben Smileys. Wahnsinn. Wir haben Zahlen, wir haben Regenbögen. Also was das Herz begehrt. Das macht das alles so ein bisschen schicki, ein bisschen glitzermäßig. Ja, sehr schön. Poppt das auf, ne? Ja. Genau, dann habe ich hier, wo wir schon bei Kleben sind, das habe ich eben übersprungen, wahrscheinlich der Graus, jedenfalls für meine Eltern, glaube ich, die Bucheinschlagfolie. Weil man abends nach Hause kam und sagt, du Mama, morgen brauche ich die Bücher aber alle eingeschlagen. Zum Glück gibt es gar nicht mehr so viele Bücher, die im Ausleihprinzip sind. Vieles ist Verbrauchsmaterial, aber es gibt natürlich Sachen und die sollten wirklich geschützt sein. Ja. Oder auch man klebt damit mal den Schnellhefter, der an der Seite aufgerissen ist, mit einem langen Streifen, mit der Klebefolie. Also, schaden kann sie nicht. Okay, ein Essential sozusagen, würde man heutzutage sagen. Ich habe hier eben noch mehr drin gefunden. Ich habe nicht nur Büroklammern, nicht nur Wäscheklammern gefunden, sondern ich habe auch Haargummis gefunden, eine ganze Menge. Wofür sind die denn? Hast du die Carsten geklaut? Ja, Carsten heute Morgen aus dem Nähkästchen geklaut. Ich gehe heute Morgen wieder ins Bad, suche meine Haargummis, ich zähle durch, drei fehlen. Drei, ich habe aber ein paar mehr mitgenommen. Ja. Das ist aber schlecht gezählt. Und ein paar Steine habe ich hier gefunden. Ja, also die Haargummis
meine Hand ist schon zu groß dafür, aber du kannst natürlich hier so einen kleinen Trick anwenden. Und so damit der Stift wieder runtergehalten wird. Ist der Stift wieder unten. Ah, okay. Das heißt, okay, das also, geht bei mir wahrscheinlich. Nee, bei mir. Ich probier's gar nicht erst. So viel Haare hat ja Carsten nicht, dass sie ein großes Haargummi bekommen. Genau. Ne? Aber und die Stange, Stifte, das kannst du gleich mal direkt ausprobieren. Und zwar nimmst du mit dem kleinen Finger und dem Ringfinger den fest, hältst fest. Mhm. Und da sind halt solche Steine total ideal. Und dann hältst du den Stift. Und schon hast du dann nur... Damit ich die Finger hier unten nicht wegbewege. Ja, genau. Ach, sehr gut. Und so kannst du immer eine andere Farbe nehmen und hast trotzdem mit diese zwei Finger, die haben eine Aufgabe, die haben was zu tun. Sehr gut. Und das hier ist, der Stift. Den Erstklässlern das beizubringen. Genau. Ja, herrlich. Ja, wir sind auch schon am Ende meines Korbes tatsächlich. Ich habe jetzt ziemlich lange gebraucht. Aber auf der Liste steht noch ein bisschen mehr, Carsten, und das hast du gekauft. Genau, also wie gesagt, ich muss einmal sagen, die Liste ist ja wirklich extrem. Also wenn ich damals meine Mutter solche Liste auf den Tisch gelegt hätte, ich glaube, die hätte gesagt, was soll das alles? Das ist ja Wahnsinn. Da würde ich Wahnsinn. Also ich habe auch noch ein bisschen was mitgebracht. Ich glaube, bei mir geht das aber gleich ein ganz, ganz kleines bisschen schneller, weil ich habe, also was mich gewundert hat, ich habe so ein Tischset einmal hier. Ich kann mir schon vorstellen, wofür das da ist. Wir kneten total gerne in der Schule Buchstaben, Zahlen und dann ist es gut, wenn der Tisch nicht diesen Säbelfilm hat. Ja, ne? Okay. Deswegen schnell Frühstücksset. Ja. Gut. Und wenn das einfarbig ist, dann sieht man die gekneteten Dinge wesentlich. Okay. Welche Knete hast du denn dabei, Carsten? Ich habe jetzt einmal hier so ein bisschen, ich habe einmal so eine großen Becher für dich mitgebracht. Vielleicht kannst du da einmal kurz was zu sagen, Ines. Dann also meistens ist es so, dass eine Farbe ja zum Buchstabenkneten total reicht. Und sowas. Und insofern ist es vor allem wichtig, dass eine Dose dabei ist. Oder wenn man sie ohne Dose kauft, mit Dose. Eine extra Dose kaufen. Ja, okay. Aber eine Brotdose auf unserer Liste. Ich habe eine Brotdose, also, habe ich auch noch hier mit wichtig, unten drin, genau. Es ist nicht wichtig, welche Knete, sondern es ist wichtig, dass sie gut verstaut ist. Und manche Lehrer, die wollen vielleicht lieber, dass verschiedene Sachen in Kunst gebastelt werden, geknetet werden, dann durchaus die 14 verschiedenen. Ansonsten eine Farbe, eine Dose. Perfekt. Man wird sowieso im Vierteljahr dann die zweite Dose kaufen dürfen, weil sich das verdient hat. Sehr gut. Und wenn dann... Entweder, wenn man über die Sommerferien sein Brot in einem Schulranzen lassen möchte oder man die Knete da reintun möchte, ist natürlich eine Brotdose extrem wichtig. Aber die kannst du mal hier liegen lassen. Ich glaube, mit den Piraten haben wir gleich noch was anderes im Kopf. Dann habe ich noch so ein bisschen Tuschkasten habe ich noch in meinem Korb gehabt. Ein Tuschkasten, dann habe ich noch so ein... Lieber nur 12 Farben. So eine Wasserbox. Genau, es gibt auch, ganz, gibt auch noch mit 14 Farben, wenn ich das nicht... So eine Pinseldose, glaube ich, noch. Ich glaube, die kann man so auseinanderziehen. Im Gegensatz zum Marmeladenglas geht das natürlich nicht und kaputt. Und so ein paar Pinsel habe ich auch noch. Sehr gut. Auch wichtig. Was mich jetzt ein bisschen gewundert hat, sind jetzt nicht nur die Wachsmalstifte, die ich noch habe. Mhm. Ich denke, die kennen wir alle. Die kenne ich ja noch aus meiner Schulzeit. Ja, mit Wachsmalstiften kannst du natürlich noch viel besser gestalten. Mhm. Und die Kinder malen großflächig und großzügig. Und insofern hier bei dieser Firma ist es jetzt so, dass kein Plastikrand drumherum ist. Wenn das innen drin knack macht, kannst du mit den zwei Hälften dann noch weitermalen. Ah, okay, alles klar. Lassen sich auch leichter mal anfassen. Ja, ja. Ich mag die. Okay. Was mich so ein bisschen gewundert hat, ist Folgendes. Ich habe mich jetzt gewundert, was machen die Bälle in meinem Korb, diese kleinen Bälle, beziehungsweise dieser große... Der große Smiley. Smiley, dann habe ich noch so ein Dino hier und einen Teddybär. Da habe ich mich jetzt gewundert, wofür sind die da? Was haben die für Sinn? Wir sind ja in der Grundschule und das ist ein ganz großer Schritt, den die Kleinen machen, von zu Hause in ein ganz neues Umfeld. Wir sind hier heute im Klassenraum in die Schule, was ist da alles los? Und wenn sie dann nervös sind oder sie wissen, wohin, dann kann man irgendwas, was man gerne mag, kneten. Hier sind noch so kleine Sandkörner drin oder man hat ein kleines Kuscheltier, was man gerne dabei hat, was nicht so riesig ist, dass man dafür eine extra Reisetasche braucht. Verstehe. Wir haben ja schon die Federtasche als Reisetasche. Okay. Also im Prinzip, um den Leuten, den Kindern so ein bisschen die Angst zu nehmen, damit sie irgendwas haben, wo sie sich dran festhalten können. Ja. So ein Glückstein. Ja. Auch vielleicht, der kann ja doppelt verwendet werden, als Glückstein und als Schreibutensilien. Okay. Dann habe ich noch ein paar Getränkeflaschen. Ich denke, ich kann mir vorstellen, wofür die, glaube ich, sind. Ich glaube, da muss man gar nicht hinhacken. Da bist du ja, glaube ich, mehr so ein bisschen... Also hier wäre es einfach nur sinnig. Da ist das mit den Piraten, genau. Dass man weiß, ein Kind hat das gleiche Motiv, dann findet man das Lied beschriften wieder. Beschriften ist ja wahrscheinlich auch sonst eine gute Art und Weise, wenn der Edding schon da ist, zu beschriften. Dann darf die Mutter auch mal mitmalen. Genau. Super. Sagen eben auch, dass jeder seine Trinkflasche bedienen kann, damit ist es wichtig. Ja, ausprobieren. Wie bei den Radiergummis und den Anspitzern, ausprobieren.
Ja. Hinein. Das ist nochmal was ganz Spezielles für dich, glaube ich, habe ich so mitbekommen. Das ist der Trendartikel des Jahres. Also wenn ihr, das ist der Trendartikel des Jahres, wenn ihr eure Kinder oder wenn ihr selbst noch Kind seid und das guckt, das ist ein Poppet, heißt das. Das ist das, der Zeitbeschäftigungsartikel des Jahres, genau. Das ist recht einfach erklärt und relativ beliebt. Also ist im Prinzip wie so eine Luftpolsterfolie, wo man dauernd drauf drückt. Das ist das Gleiche im Prinzip. Dauerhaft. Und in leise. Das ist auch okay. Was mich noch mal so ein bisschen verwundert hat, sind diese Plastiktüte mit den Ballerinas oder Ballettschuhen oder wie nennt man das? Ja, grundsätzlich im Kindergarten haben sie ja meistens auch schon Schläppchen. Oder dann in der ersten Klasse dauert Schleife binden einfach noch lange. Und damit wir viel Zeit haben, um Sport zu machen, sind die Gymnastikschläppchen da. Und auch für die Jungs gibt es dann halt Motive, die sie ansprechen. Und insofern ruhig die Schläppchen anziehen und Hauptsache Sport machen. Dann ist es egal, ob Schläppchen. Also im Prinzip dann für die Turnhalle, wenn ich jetzt Sport habe, einmal schnell reinschlüpfen und dann geht das los drauf. Und wenn die verloren gehen, sind sie auch nicht so teuer. Ja. Grundschuhe sind immer gleich wieder einen Zacken andere. Und dann lieber Wahnsinn. Hier zwei Schläppchen. Ich habe kleine Füße, aber so klein sind sie dann doch nicht. so klein sind sie dann doch nicht, um da reinzupassen. Das war ganz schön viel, Carsten, was wir heute hier besorgt hatten und das ist was Wahnsinn. Gebraucht wird. Ne? Das ist Wahnsinn. Ich bin wirklich überrascht, was da heutzutage alles dazugehört. Also wie gesagt, das ist schon eine Menge. Schon enorm, wirklich eine Menge. Also wollte ich gerade sagen. Und, aber wenn es vernünftig ist, dann kaufst du es auch nur einmal. Das ist richtig. Ne? Ja. Deswegen ein bisschen Qualität und dann hält es auch. Ja. Ines, wir sagen erstmal vielen herzlichen Dank. Ja. Hat viel Spaß gemacht. Viel Spaß weiterhin. Dass du da warst. In eurer Schule. In unserer Schule. Tschüssi. Schön, unserer Schule. Schön, dass du da warst. Und apropos Schule. Und wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen... Tschüss. Viel Spaß. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. So, wir haben... Einschulung ist war heute. Ja. Einschulung. Was kriegt man zur Einschulung? Eine Schultüte. Aber ich muss ganz kurz einmal noch was zeigen, Hinak, weil ich habe natürlich auch noch mal ein Bild mitgebracht von meiner Einschulung. Das würde ich einmal ganz schnell in die Kamera zeigen. Weil wenn man den Unterschied sieht, ich habe es auf dem Handy, obwohl es nicht mit dem Handy gemacht wurde. Also ich habe einmal ein Bild von meiner Einschulung und dieser kleine fesche Bube da, wo mein Finger jetzt so ist, das bin ich. Ich weiß nicht, inwieweit man das erkennen kann. Ich nehme den Finger jetzt mal weg. Also das war so mein erster Schultag. Ja, hier ist ein Bild von meinem, wenn man das sieht. Es war 2005, also es ist noch nicht so lange her wie bei dir. Wann war welches meine Jahr Einschulung, das war 1971. 1971? Ja, war mein erster Schultag. Das ist doppelt so alt, wie ich bin. Ja, das ist Wahnsinn, Hinak. Das ist wirklich Wahnsinn. Da sieht man mal. Und dann habe ich noch ein Klassenfoto. Ich weiß jetzt allerdings nicht, aus welchem Jahrgang das ist. Da kann ich mich auch nicht mehr so... Und dieser fesche Bube da auch wieder mit dem grünen Pullover. Das bin ich auch. Du hast noch Haare. Und ich hatte... Vielleicht bin ich in die Vergangenheit gerast, hab mir das Haargummi geklaut. Ich hatte auch einen Schlag bei den Mädels, das kannst du dir gar nicht vorstellen, Hinak. Das sicher? War, ja, sicher. Hast du einen Anker gebraucht? Ja. Ja, so, Hinak. Und hier, ein Bild habe ich noch von mir, auch mit dem Ranzen hier. Ist dunkel gegangen. Danke für das Bescheid sagen. So, hier auch mit der Schultüte. Ich glaube, man erkennt, dass ich das bin. Genau. Bisschen kleiner. Ja. Genau. Und Carsten, heute haben wir uns gegenseitig auch noch eine Schultüte gepackt zu unserem ersten. Richtig. Erster neuer Schultag. Erster neuer Schultag. Genau. So, und ich hole die jetzt mal einmal. Das heißt, ich habe dir eine Tüte gepackt, du hast mir eine Tüte gepackt. Ich bin gespannt, was bei mir drin ist. Ich glaube, du bist gespannt, was bei dir drin ist. Jetzt noch mal einmal ganz schnell. Ich hole die mal einmal kurz hier. So, Hinak, du hast eben halt eine klassische Schultüte Star Wars. Guck mal, das ist deine Schultüte. Bitteschön. Oh, vielen Dank. Das ist meine Schultüte. Da ist ein Fußball drauf, weil du doch so ein Fußballfan bist. Ich bin ja so ein Fußballfan. Super. Genau. So, guck mal, Hinak. Jetzt mal wieder hin. Ich habe hier auch endlich mal was echt in meiner Größe und bekommen. Wie hast du die früher gehalten? So hat man die, glaube ich, immer irgendwie. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich guck mal so auf mein Foto. Du hast man hat die immer so. Geklammert, damit sie dir keiner weg. Ja, genau. So, sollen wir mal einmal ganz schnell. Wollen wir einmal reingucken? Komm, bevor du doch mal erstmal in deinem. Soll ich einmal kurz schnell gucken? Ja, habe ich mir nicht was bei gedacht beim Einpacken. Ja, da bin ich immer gespannt, Hinak. Und das Erste, was du natürlich gemacht hast, kann ich die Schere gut gebrauchen von Ines. Aber du hast mir, glaube ich, hier so einen Knoten reingemacht. Ja, da kommen wir ran. Kriegst du die auf?
Nee, ich habe hier oben, guck mal. Da ist so ein Verschluss dran. Ich mache das jetzt einfach mal so ab, ne? Achso, jetzt habe ich es nicht gedacht. Naja. So, Hinak, jetzt bin ich mal gespannt. Also erstmal hast du mir... Ein Schiff, ein maritimes Schiff, Carsten, weil du auch so ein Badewannenpirat bist. Und da dachte ich, es wäre wichtig, dass du auch das zu Hause mal mit nach Hause nehmen kannst und ausleben kannst. Ich möchte mal gerne wissen, woher du weißt, dass ich ein Badewannenpirat bin. Das stell ich mir vor, du. Und dann haben wir, weil du deine Mütze immer verlierst, ich habe meine Mütze immer dabei, aber du verlierst deine sehr Mütze schön. Jedes Mal aufs Neue. Habe ich dir von Toni Braun jetzt einen Elbsegler mitgebracht, damit du... Die setze ich gleich mal auf. Genau, so guck mal, kannst du mit dem Schiff und dem... Und sehr schön, zu sehr Hause schön. Den Badewannenpirat. Dann haben wir einen kleinen Tee, damit die Schultage auch für die... Hier in Corona muss die Fenster offen lassen, damit die nicht kalt wird. Ja. Dann kannst du die Thermoskanne mit Tee füllen. Dann gibt es Leo, die kleine Lesemaus. Das ist super. Ein kleines Buch, damit das Lesen anfangen auch anfängt, das Lesen anfangen Hinak, leichter du fällt. Bist wirklich, ich bin überrascht. Weil du so ein süßer Typ ich bist. Bin, oh, das ist ja wirklich so ein süßer Typ, mein Gott. Genau, noch habe ich hier ein bisschen ein paar Seesterne. Ja, super. Seesterne, maritime Seesterne. Ja, sehr schön. Ein paar Würmer. Hinak, ich bin stolz auf dich. Das hast du wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das prima, da freue ich mich riesig. Also mein erster Schultag war heute wirklich allererste Sahne. Das freut mich, dass dir das gefallen hat. So, jetzt will ich aber auch mal in meine reingucken. Na, dann bin ich mal gespannt, was da alles drin ist. Guck mal, ich habe meine Tüte, glaube ich, jetzt hier oben so ein bisschen. Ich glaube, das kann ich wieder kleben, weil Ines hat ja so tolle Prittstifte. Dann kann ich das näher gleich einmal wieder hier oben so ein bisschen zukleben. Dann können wir die Tüte nochmal wiederverwenden. Naja, so Hinak. Also, ich war Linkshänderschere, das war jetzt ein bisschen schwierig, das mit dem Schneiden. Ja. Aber ich habe es hingekriegt. Guck mal, du wusstest genau, ein kleines Leckermaul, ne? Du bist so ein kleines, genau. Ich habe gedacht, du stehst ja auf das Besondere. Du kommst deswegen, ja aus Lübeck, kommst du ja auch, da hast du das direkt mitgebracht heute Morgen. Genau, ne? Für dich nur das Beste. Ein Lolli. Den Lolli, den wollte ich dir ja eigentlich schon vor der Show, genau. Du hast sicher extra zwei angepackt, damit du auch einen haben kannst. Ich bin ne? schlau, ne? Ganz ehrlich, ich habe mir das auch gedacht. Ich wusste, dass du mir den abgibst. Deswegen habe ich auch zwei genommen. Guck mal, Durstlöscher hast du mitgebracht. Ja. Damit ich keinen Durst leiden muss. Am ersten Schultag. Die ja. Eine Packung süßer Taschentücher. Ja, die habe ich dir extra gekauft, weil wir waren ja jetzt drei Shows nicht zusammen. Also, ja, damit ich meine Tränen trocknen kann. Genau so ist es. Da habe ich dann dran gedacht. Extra für dich, genau. Was haben wir hier? Dann habe ich dir Lederegger. We love Chocolate. Das ist auch süß, Carsten. Liebesschokolade mitgebracht. Mein Herz, du. Für dich doch nur das Beste. Noch ein paar Gummibärchen haben wir hier. Was haben wir denn noch? Ah, Carsten, ein Piratenschluck. Ich bin, genau, genau. Ich bin zwar nur ein Süßwasserpirat, aber nehme ich auch, du. Aber ich habe gedacht, du magst sowas ja ab und zu mal, so ein Lütten magst du aber ganz gerne. Lüttenkräuterlikör. Und ich habe gedacht, von Sangria hast du jetzt so ein bisschen die Schnute voll von einem Malle-Urlaub. Deswegen habe ich gedacht, besorge ich dir mal einen Piratenschnaps, damit du mal ein bisschen was anderes für die Liebe hast. Das Konterprogramm. Guck mal, ich habe auch ein Leo-Lausemaus. Trödel mal wieder, habe ich bekommen. Das ist ja lieb. Soll das etwa anspielen, dass ich etwa immer zu spät komme? Das ist eine Anspielung. Nein, Hinak, das ist überhaupt keine Anspielung. Du weißt schon, wie ich das meine. Zu guter Letzt haben wir hier auch noch eine Robbe. Genau. Die ist ja herzallerliebst, die Robbe. Wir haben eben auch gelernt, dass man heute mit einem im Wörterdschungel lernt. Das heißt, dann wäre es eine Obbe und sie müsste das R noch finden im Wörterdschungel. Genau. Das war ja wirklich herzallerliebst. Ich glaube, das war es auch schon. Ja, ich denke, das reicht auch, glaube ich, ne, oder? Was meinst du? Hier ist noch eine. Ach, das nochmal. Ach, guck mal, jetzt nochmal die Männersache. Männer. Dann merkt man doch, dass ich vielleicht nicht in die erste Klasse komme, sondern in die fünfte. Genau. Die nächste Einstellung zur nächsten Schule. So, vielen Dank. Ja, Hinak, siehst du, Mensch, ich sag auch vielen Dank. Ich wurde ja allerhand beschenkt hier. Wahnsinn. Was haben wir bloß heute für einen schönen Tag gehabt? Was hatten wir für einen lustigen Tag raus, Carsten? Oder? Eine so lustige Show hatten wir selten. Ja, bleibt uns heute aber nicht. Wir wollen jetzt langsam auch aufhören und bedanken uns, dass ihr uns alle zugeschaut habt. Darf ich auch kurz fragen, welche Kamera ich spreche? Da, okay, die Kamera. Wir freuen uns, dass ihr uns alle zugeguckt habt. Ich möchte euch auch direkt angucken. Wir wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund, folgt uns auf Facebook und Instagram, da kriegt ihr alles mit, was neu bei uns kommt. Alle Sachen, die ihr heute gesehen habt, könnt ihr bei uns in Kaufhäusern erhalten. Also wenn ihr einen Schüler habt, der demnächst eingeschult wird oder noch etwas fehlt, dann einfach ins Kaufhaus kommen und mal vorbeigucken. Wir haben ganz viele Sachen dort. Auch was für Mama und Papa, wenn die auch noch was Neues brauchen.
Genau. Ja. Bleibt uns noch übrig. Tschüss zu sagen. Eine Tschüss. Sache habe ich noch. Ich wollte einmal ganz kurz mich entschuldigen beim Heute-Journal, dass wir heute 10 Minuten zu spät sind, also überzogen haben. Also das Heute-Journal heute 10 Minuten später.